Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares, von nun an bis in Ewigkeit. So. Ich möchte euch einfach nur einladen, dass wir diese Novene immer wieder miteinander beten. Immer wieder. Die muss uns wie, diese Hingabenovene, die muss uns wie ins Fleisch und Blut übergehen. Die muss wie Leben werden von uns. Und zwar lebendig werden. Und ich lade euch echt ein, geht diesen Weg mit. Und ich hoffe, es werden immer mehr müssen das werden, die es wie stellvertretend für andere auch beten und mittragen. Das ist immer, dass wir so eine ganz große Gebetsgemeinschaft werden. Erster Tag der Novene. Gebt euch ganz mir hin. Jesus spricht zur Seele. Warum lasst ihr euch so leicht beunruhigen und verwirren? Überlasst es mir, mich um eure Angelegenheiten zu kümmern, und alles wird sich beruhigen. Ich versichere euch, dass jeder Akt der aufrichtigen, blinden und vollkommenen Hingabe an mich das bewirkt, was ihr ersehnt und eure dornenvollen Situationen löst. Sich mir hingeben bedeutet nicht, sich den Kopf zerbrechen, sich beunruhigen und verzweifeln, um dann ein erregtes Gebet an mich zu richten, damit ich das tue, was ihr wollt, und ich so die Aufregung in Gebet verwandle. Sich hingeben bedeutet, die Augen der Seele ruhig schließen, sich von den quälenden Gedanken abwenden und, damit ich allein wirke, sich mir überlassen, indem ihr sagt, sorge du. Und das wollen wir jetzt, liebe Freunde, miteinander lernen. Und ich hoffe, wir werden ganz, ganz viele, ganz viele. Wir müssen eine riesige Gebetsgemeinschaft werden, die voll vertraut auf die Liebe, die Hilfe und die Barmherzigkeit Gottes. Jetzt beten wir ein, zwei, drei Gesetzchen vom Hingabe-Rosenkranz. Und dann um 21 Uhr beten wir wie jeden Abend den Rosenkranz. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. 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 Jesus, ich gebe mich dir hin.
sorge du. Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Mutter, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Mutter, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mama, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mutter, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mutter, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mutter, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mutter, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mutter, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mutter, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mutter, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mutter, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Und das war im Prinzip schon die Novene. Und dann heißt es hier hinten drauf auf diesem Gebets, auf diesem Novenenheftlein: Wer betet, ist wirklich bewaffnet, ist stark und unbesiegbar, denn schon allein das Gebet erschüttert alle menschlichen und teuflischen Pläne und vermag sogar Gott zu neuen Plänen seiner liebevollen Barmherzigkeit zu bewegen. Das Gebet ist eine vielfältige, bewundernswerte Kraft, die Auswirkungen auf Geist und Materie hat, auf die Geschöpfe und auf den Schöpfer selbst. So wollen wir jetzt jeden Tag vor dem Rosenkranz am Abend diese Novene beten. Immer wieder, immer neu. Und ich werde sorgen, sagt Jesus dann zu diesem napolitanischen Priester. Ich werde sorgen.